Hallo liebe Leute, da bin ich. Wir befinden uns bei bestem Regenwetter und gefühlten minus 10 Grad. Wo? In Detmold. Irgendwo in OWL, da oben in der Ecke. Sind gerade auf der Durchreise nach Berlin. Haben das hier quasi noch mitgenommen heute Abend. Freitagabend haben wir. Ich bin jetzt das zweite Mal überhaupt hier in Detmold auf der Kirmes, denn ich war vor einigen Jahren das erste und letzte Mal hier. Da hat der Xenox Coaster oder damals Cobra Coaster unter Akt Premiere gefeiert. Der stand da gerade aus, das weiß ich noch. Ist aber auch schon sehr lange her. Jetzt sind wir wieder zurück, denn die Beschickung, die war doch ganz gut, ne? Also war sehr überraschend. Hier stehen sehr viele Fahrgeschäfte, muss man sagen. Der ganze Platz hier hinten ist voll. Die Kirmes, die geht noch ein bisschen in die Stadt. Da steht auch noch ein Fahrgeschäft, aber das ist eher irrelevant für uns. Das ist so ein Twister. Ja, und überraschend war dann irgendwie noch, dass ein holländisches Fahrgeschäft hier hinkam. Das steht da direkt vor uns. Und wahrscheinlich fangen wir damit an, oder? Danke. Ja. Der Dance Jumper steht vor uns. Ein Jumper, der ist in den Niederlanden gar nicht so selten. Aber der hat sogar eine Rückfahrt und das in den Niederlanden doch eher selten. Hat wohl in den letzten Tagen ja auch ein bisschen stillgestanden. Läuft aber jetzt. Deswegen nehmen wir den jetzt auch direkt mit. Bin mal gespannt. Ist, wie gesagt, dieses Jahr Premiere gefeiert. Ich glaube in Uden war der erste Platz. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass wir davor schon welche hatten. Ist wieder rappelmäßig laut das Ding. Wir holen uns jetzt ein Ticket und fahren mal eine Runde. Alter, ich berühre die Füße von den Leuten hier. Wir kommen aus dem Dance Jumper von Rüttenberg Schipkema heißen die, glaube ich, die Schausteller. Erster deutscher Platz überhaupt. Der Anfang war echt cool, weil irgendwie bei dem Fallen lassen hat man halt voll das Freifallgefühl und dann kribbelt das im Bauch. Sonst die Fahrt, keine Ahnung, irgendwie hüpfen die Arme relativ langsam. Ja. Gerade oben sind die immer sehr lahm. Und die Drehung ist auch noch nicht so ganz, weiß ich nicht. Ich glaube, die müssen so zwei Saisons laufen, damit die sich richtig drehen. Ist von Fabri die Anlage, also auch so wie der Voodoo Jumper und der Big Spin. Ist aber eine neue Variante. Man sieht das an den neuen Sitzschalen, an der neuen Sitzaufhängung. Aber an sich, ich sag mal so, für ein niederländisches Geschäft sieht es verdammt gut aus. Weil normalerweise haben die da keine Thematisierung großartig oder Rückwände. Für ein neues Geschäft, ja, muss ich sagen, gefällt es mir dann doch relativ gut. Für mich das Highlight auf dem Platz, natürlich auch, weil es neu ist. Mal gucken, was wir gleich als nächstes fahren. So, jetzt geht das Richtige in den Robotics rein. Ja, richtiges Highlight hier auf dem Platz. Letzter Platz, denn gerade wurde durchgegeben, dass Lemgo nicht mehr stattfinden wird. Das wurde leider abgesagt, eine Woche vor Spielzeit. Deswegen ist das jetzt der letzte Platz vom Robotics. Premiere, neuer Breakdance-Count. Da steigen wir jetzt mal ein und lass uns eine Runde durchwirbeln. Die letzte Runde, letzte Kurve, viele, viele, viele.
ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich weiß nicht die schnellste, aber sehr abwechslungsreich, weshalb die Gondel immer wieder aufgeschaukelt ist. Hatte ich auch so in Erinnerung. Also gefällt mir echt gut, sowohl optisch als auch von der Fahrt her. Jetzt fragen wir mal Sarah, wie fandst du die Fahrt? Gut. Du auch? Ja. Das ist doch schön. Die Hände frieren weg, es ist wirklich eisig kalt. Also ich weiß nicht, wie die hier jedes Jahr zu dieser Jahreszeit Kirmes machen können, aber es ist arschkalt und durch den Regen wird es nicht besser. Noch ein großes Highlight hier, kostet 6 Euro, fährt aber auch hier wie Lippstadt schon nur so 3 Minuten, wird aber auch gerade relativ gut eingerannt. Ich denke, es ist schon mit das Highlight hier auf dem Platz für die meisten. 40 Meter hoher Propeller, Robotics direkt dahinter, sind wir ja gerade schon gefahren. Und hier direkt daneben auch noch ein sehr hohes Fahrgeschäft, auch eher familientauglich, Flyover von Piontech. Alle Fahrgeschäfte, die hier auf diesem Platz stehen, wahrscheinlich auch alle Reihengeschäfte, wären nächstes Wochenende eigentlich noch nach Lemgo gefahren. Aber Lemgo, wie gesagt, fällt dieses Jahr aus, wurde heute erst festgelegt. Deswegen ist es für die meisten Fahrgeschäfte hier heute tatsächlich auch der letzte Platz der Saison. Der ganze Platz ist zwar nicht umzäunt, aber es gelten trotzdem Corona-Regeln. Das heißt, 2G wird hier kontrolliert. Ohne 2G-Regelung, also ohne genesen, geimpft, kommt ihr gar nicht in die Fahrgeschäfte rein. Denn ihr müsst euch am Eingang solch ein Band abholen. Und an jeder Bude, an jedem Fahrgeschäft, überall wird das Ganze abgefragt. Und zwischendurch auch noch stichprobenartig kontrolliert. Dementsprechend müsst ihr euch auch dran halten. Und ich denke, damit haben wir den ganzen Platz auch gesehen. Wie gesagt, hinter uns auch noch Robotik. Da haben wir ja vorhin schon mitgenommen. Und ja, mehr ist das hier auf dem Platz noch nicht. Es geht noch mit einigen Reihengeschäften, Kindergeschäften in die Innenstadt rein. Dort steht auch noch ein Twister. Den gucken wir uns aber heute nicht mehr an. Es ist sehr, sehr kalt und wir sind froh, wenn wir gleich wieder im Warmen sind. Damit soll es von hier auch gewesen sein. Wir verabschieden uns hier von diesem kleinen Block aus Detmold und sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es dann nach Berlin geht. Ja, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Obwohl, Leute, ich habe noch eine Idee. Wie wär's, wenn wir uns jetzt einfach mal 2 Tage nach vorne beamen und uns in Halle wiedersehen? Bis gleich. Zickzack, wir sind in Halle angekommen, es ist wieder hell und wir haben ein bisschen besseres Wetter als in Detmold. Ja, zum Glück. Und ja, wir haben ein sehr schönes Wochenende hinter uns, haben es in Berlin verbracht und jetzt in Halle angekommen. Das hat jetzt bestimmt einen Grund, denn wir sind schon auf einem Weihnachtsmarkt angekommen. Man sieht es im Hintergrund ganz gut. Aber der Weihnachtsmarkt hat ein paar Besonderheiten zu bieten, denn es gibt auch ein paar Kirmesgeschäfte. Ja. Ein paar trifft es ganz gut, denn es sind genau 2. Wir haben hier an der Seite einmal Hero City. Es ist ein Laufgeschäft, das man ja überwiegend aus den Niederlanden kennt. Heißt hier aber Galeria Mikolaja. Ja, auch hört gut, sich ne? irgendwie polnisch an. Sieht auch polnisch aus mit dem L. Ja, ich würde auch... Vielleicht kommt das auch aus Stettin und hieß da auch schon so. Ja, aber Stettin ist ein gutes Stichwort, weil weißt du, was da mit Premiere gefeiert hat? Ja, das, was hinter dir steht und unser Besuchsgrund hier in Halle. Richtig, 85 Meter ist es hoch und es nennt sich Freefall Extreme. Da steht er, ein Freifallturm von Bose, nagelneu, dieses Jahr Premiere gefeiert in Stettin in Polen. Und ich denke, dass dieses Geschäft da vielleicht auch stand. Und wir werden uns da jetzt mal ein Ticket kaufen und uns reinsetzen. Das Besondere an diesem Freifallturm ist, dass es ungefähr so ist wie der Goldmine Tower damals von Orlemann. Denn hier können die Sitze kippen. Das hier sieht aber jetzt eher nach einer Aussichtsfahrt wieder aus. Und da gibt es wohl immer abwechselnd eine Aussichtsfahrt und eine Freefall Tower Fahrt. Das ist echt und die Sitze können kippen, das machen sie jetzt wahrscheinlich auch nicht. Die Besonderheit ist aber, denn Funtime hat sich auch immer weiterentwickelt. Und mittlerweile hat Funtime es geschafft, auch bei mobilen Anlagen es zu schaffen, dass die Sitze gekippt bleiben beim Fall und nicht vorher wieder zurückkippen. Und das kann der Freefall Extreme. Das heißt, ihr fahrt hoch, die Sitze kippen nach vorne und ihr fallt mit gekippten Sitzen nach unten, bevor die dann wieder zurückkippen. Ja. Das, was ihr vom Highlander im Hansapark quasi kennt, macht jetzt hier der Freefall Extreme mit euch und das eben auch mobil. Das Ding kann von Platz zu Platz reisen. Ist, wie man es vom Bose kennt, relativ schlicht gehalten. Hat irgendwie so eine Feuerwehroptik. Und obendrauf ein
ja, sieht aus wie so eine Kerzenflamme. Ja. Und dementsprechend passt es auch so ein bisschen auf diesen Weihnachtsmarkt, denn ja, es wird hier als größte Kerze der Welt oder so verkauft, vermarktet. Gut, die Kerze macht jetzt mit der Feuerwehroptik auch ein bisschen Sinn, weil da oben brennt es dann wahrscheinlich. Okay, jetzt verstehe ich das Thema. Wir holen uns ein Ticket und setzen uns rein und lassen uns mal fallen. Ja. Die neuen Gebäude. Nee. Da steht aber noch ganz schön viel Weihnachtsmarkt dafür, dass das abgelöst wurde. Ich hoffe, das ist normal wieder runter. Nee. Es geht direkt los. Ja, ich merke es. Firefighter kommen raus aus dem Freefall Extreme. Und wie war's? Ja, Feuer gelöscht. Auf jeden Fall. War ganz cool. Ja, ist also einmal fallen, nur gute 3 Minuten Fahrzeit. Ihr seid sehr lange oben und könnt euch die Stadt von oben angucken. Die Halle sieht von oben auch ziemlich schön aus. Ich war hier noch nie. Kurz bevor ihr fallt, kippen die Sitze nach vorne und dann geht's auch direkt nach unten. Wenn man unten ist, kippen sie wieder zurück. Das war es dann aber auch. Und das Ganze kostet? 8 Euro. Das ist echt heftig. Also der 8 Euro. Kippeffekt kommt ganz gut. Ich muss das aber sagen, im Highlander finde ich es krasser. Im Highlander habe ich immer Bauchkribbeln und hört jetzt nichts. Weil wenn du es nicht weißt, ist es, glaube ich, immer noch krass. Ich glaube, viele steigen auch ein und kriegen das überhaupt nicht mit. Die haben das gehört, als wir ankamen. Da ist eigentlich noch nichts passiert. Und als die Sitze oben am Kippen waren, haben alle geschrien schon. Ja. Und das ist schon heftig. Irgendwie dachten auch total viele, dass das jetzt die Aussichtsfahrt wäre. Ja, neben mir, Leute. Ja, ich hoffe, das geht langsam wieder runter. Die haben das System nicht ganz verstanden. Also man kriegt an der Kasse für 7 Euro die Aussichtsfahrt, für 8 Euro die Freefall-Fahrt. Und links stellt man sich dann an für die Aussichtsfahrt und rechts, also hier, für die Freefall-Fahrt. Jetzt hatten wir welche in der Schlange, die eigentlich in die Aussichtsfahrt wollten und mussten dann noch mal warten. Es hatten aber auch, glaube ich, welche drin, die haben das gar nicht gewusst und sind dann einfach mitgefahren und haben sich überraschen lassen. Ich meine, die sind jetzt darüber ganz gut hinweggekommen, aber ja. Das ist jetzt übrigens die Aussichtsfahrt, das heißt, ihr fahrt bis oben. Die Sitze kippen auch nicht oder sowas, sondern es dreht sich einfach nur und gleich geht's langsam wieder nach unten. Es hat schon mal einen Freifallturm angeboten. Ich weiß aber nicht welcher. Tivoli Freheden, da war das. In Dänemark könnt ihr gerne mal reingucken. Ich verlinke euch das hier mal. Da stand auch ein Freifallturm, der das angeboten hat. Genau. Ja gut, wir drehen mal hier so eine kleine Runde über den Platz. Das Laufgeschäft sieht ganz nett aus. Ist auch überall die ganze Zeit gut Betrieb drin. Und da drüben steht noch eine kleine Eisbahn. Und wenn man hier die Treppen an der Seite hochgeht, kommt man nochmal in so eine andere Weihnachtswelt. Also ich finde es ein bisschen komisch. Man hat nämlich den Weihnachtsmarkt hier in Halle, so wie ich das verstanden habe, abgesagt. Es gab überall Zeitungsberichte, dass der Weihnachtsmarkt abgesagt wurde. Dass das hier aber weiterhin stattfinden darf, weil das Ganze eben eingezäunt ist. Und jetzt wurde halt eben auch 2G kontrolliert und wir haben einen Stempel gekriegt. Ja. Damit kommen wir dann auch auf das andere Gelände. Wir gucken uns das jetzt grob nochmal an. Natürlich waren wir größtenteils nur wegen dem Freifallturm hier. Freifall. Der fährt jetzt langsam wieder runter. Wir haben das Ganze jetzt mal gemacht. Der fährt halt ziemlich viel letzter Zeit im Osten Deutschlands unterwegs. Der war eigentlich jetzt Stettin und Dresden, oder? Dresden war noch. Ich weiß nicht, ob er noch was mitgenommen hat. Jedenfalls war das jetzt vom Rückweg auf Berlin quasi auf der Strecke für uns. Ja. Und deswegen haben wir das Ganze mal noch mitgenommen. Ist groß hier sonst auch der Beschicker dieses Kettenpflegers da auf dem Bild? Ja, die waren letztes oder vorletztes Jahr mit dem Flyer hier und sind auch auf dem normalen Volksfest öfter vertreten. Die kommen ja aus Magdeburg, ist jetzt auch nicht so weit weg. Nee. Und ja, dann bimmeln wir eine Runde mal und dann gucken wir mal. Thank you.
So, wir sind jetzt mal hier die Treppen hochgegangen. Also ich kenne mich in Halle 0 aus. Wenn ihr hierher kommt, könnt ihr mich bitte jetzt aufklären. Denn ich habe einen Zeitungsbericht gelesen, nicht nur einen, sondern mehrere, dass der ganze Weihnachtsmarkt in Halle abgesagt ist. Nur am Hallmarkt, keine Ahnung, das ist für mich da unten, da wo der Freefall Tower steht, das Ganze weitergeführt werden darf, weil das eingezäunt ist. Das hier ist ja nochmal eine sehr große Weiterführung von dem Ganzen. Und ich habe da unten den Lageplan gesehen. Das heißt, es gibt noch deutlich mehr Plätze, wo Weihnachtsmarkt ist. Er hat auch gesagt am Eingang, wir können auf die anderen Plätze. Ja, keine Ahnung, was das jetzt ist, ob das jetzt hier auch noch zu dem da unten gehört, ob das der normale Weihnachtsmarkt ist oder, was wir nämlich denken, dass man sich hier jetzt dann einfach dazu entschlossen hat, wir zäunen diesen Weihnachtsmarkt auch ein, so wie die es da unten machen und dürfen dann auch. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen dem Security-Konzept dann da unten angeschlossen, ja, weil es da jetzt eins ist. Also das ist jetzt meine Vermutung, weil das ist schon viel Weihnachtsmarkt, was hier jetzt gerade stattfindet. Ja. Wir gehen jetzt mal noch eine Runde hier, das ein oder andere vielleicht auch noch essen, aber weiß ich noch nicht genau. Mein Hunger ist gerade noch nicht da, ich habe nur so richtig Durst. Wir haben nämlich gerade bei Karls richtig gut gegessen. Könnt ihr euch das Video gerne auch dann demnächst anschauen. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns aber von hier auch. Ihr kriegt vielleicht noch ein paar Aufnahmen, wenn ihr sie nicht schon gesehen habt. Dann sagen wir bye bye, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.